Es gibt viele Leute, die haben sich inzwischen sehr rechtskundig gemacht über Völkerrecht, über unsere ganze Geschichte und die sagen, eigentlich ist es gar nicht möglich, dass wir uns eine neue Verfassung geben, wenn wir nicht einmalig in den Rechtsstand von 1871, also dem Ersten Deutschen Reich, dem Kaiserreich, zurücktreten, weil das halt noch gültig sei. Andere, die dann sagen, dass eigentlich die Weimarer Republik von 1919 noch gültig sei. Wieso spielt das bei euch keine Rolle? Also übergeht ihr damit nicht rechtliche Notwendigkeiten? Also ich möchte erstmal den Gedanken erklären, warum der berechtigt erscheint. Mhm. Die Bundesrepublik selber ist nie als Staat gedacht gewesen von den Gründern. Die Gründer haben gesagt, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Ich muss es einfach, weil es so wichtig ist, das ist der Satz, den muss man, wenn man mal nachts um drei geweckt wird, muss man den drauf haben. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes, hat Carlo Schmitt gesagt, der Vater des Grundgesetzes oder der Leiter dieser Kommission, die das in Gang gebracht hat. So. Dann hat er gesagt, wir sind im Moment, das war 1948, 49, es ist unmöglich, dass wir eine Verfassung machen, also wirklich unsere Freiheit präsentieren, weil damals war Deutschland nach den Wirren und nach den unglaublichen Verbrechen des Dritten Reiches vollständig besetzt und die Besatzer hatten Allmacht. Also es gab nichts, was gegangen wäre ohne die Genehmigung der Besatzer. Und in diesem Allmachtbeherrschtseinskonzept war eine in Rechtsform zu bringende Freiheit eines Volkes unmöglich. Und deswegen hat er gesagt, wir können keine Verfassung machen, wir können nur eine Struktur, eine Ordnungsstruktur für ein besetztes Reich oder für ein besetzte, für ein besetztes Gebiet besetzt entwerfen. Und gespaltenes. Das ist das eine, nur eine Ordnungsstruktur für ein besetztes Gebiet herrichten. Und insofern hat er gesagt, ist das Grundgesetz, und das hat er Grundgesetz genannt, bewusst nicht Verfassung, Grundgesetz ist, was ein Besatzer einem besetzten Gebiet gibt, damit da läuft, was der Besatzer will, im Gegensatz zur Verfassung, welches die Freiheit, in Rechtsform gebrachte Freiheit eines Volkes ist. Und da und dann hat er aber was dazu gesagt, was wichtig ist, und er hat gesagt, der Form nach ist es Provisorium, dem Inhalt nach muss es stimmen. Mhm. Aber es wird keine Verfassung geben, solange das deutsche Volk nicht über Form und Inhalt seines Grundgesetzes, seiner Verfassung frei entschieden haben wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er sagt, auch die Vereinigung, also wenn alle Bereiche, die noch draußen liegen, alle Länder, die noch draußen liegen, eines Tages hier vereint eingesammelt worden sind, wird das Grundgesetz nicht eine Verfassung. Das wird es nur, wenn das deutsche Volk in Freiheit über die Grundlagen und über den Inhalt und Form seiner Grundlagen selbst entschieden haben wird. Und diese Entscheidung steht maximal aus. Ja. So kann man sich das vorstellen. Wie war jetzt die Frage? Genau, die Frage war dann nochmal, ob man dann nicht trotzdem auf 1871 oder Weimar... Genau, und in diesem Sinne ist im Sinne des Grundgesetzes, im Sinne der Mütter und Väter des Grundgesetzes und im Sinne der echten Entwicklung des Grundgesetzes. 1989 wäre es ja theoretisch möglich gewesen, bei der sogenannten Wiedervereinigung diese Verfassungsfrage zu stellen und sich eine gemeinsame Verfassung zu geben und gemeinsam abzustimmen. Theoretisch hätte sie gegeben, in den Machtkonstellationen, die damals herrschten, nicht. Aber das hat man übergangen, so will ich das sagen. Das heißt, es ist nicht passiert und insofern ist es berechtigt, heute noch zu sagen, Deutschland hat eigentlich keine Verfassung und ist nicht in diesem Sinne nicht souverän. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ein nicht souveräner Staat kann sich keine Verfassung geben. Und das letzte Mal, wo es eine echte Verfassung gegeben hat, war 1871, das war in der Bismarck-Zeit. Bismarck hat damals die verschiedenen Länder zum Deutschen Reich zusammengefasst oder zu dem damaligen Kaiserreich zusammengefasst. Mit allem hat die Bürger ganz neu definiert. Also die Bürger hatten plötzlich überall dieselben Rechte. Der Deutsche war plötzlich vorhanden. Vorher gab es nur Völker, die vorhanden waren und so weiter. Und Volksangehörige, die dann über Grenzen krabbeln mussten, wenn sie da weitergehen wollten und so. Und hier hatten sie Rechte und da hatten sie keine und so weiter und so fort. Und da wurde sehr viel. Und da gab es dann das erste Mal eigentlich dasjenige, was man heute so als den deutschen Staat sich vorstellen kann. Und der war tatsächlich verfassungsmäßig verfasst.
Und die sagen jetzt, man muss dahin zurück, um gewissermaßen sich eine neue Verfassung zu geben, weil das war der letzte gültige verfassungsmäßige Rechtsrahmen des deutschen Volkes. Andere sagen, es war 1919 nach 1918, dem Zweiten Weltkrieg, die Weimarer Republik, die dann entstanden ist und so weiter, da kann man drüber streiten. Und ich persönlich sage zu dem Problem, selbst wenn Deutschland eine gültige Verfassung hätte, könnte sich Deutschland nie eine neue Verfassung geben, weil das Problem ist, dass nicht ein Land sich eine Verfassung gibt, sondern das Volk gibt sich die Verfassung. Also das Volk ist der Verfassungsgeber, deswegen heißt es im letzten Satz des Grundgesetzes, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem das deutsche Volk sich in Freiheit eine neue Verfassung gibt, so ungefähr heißt es. Und da ist es so, es ist das Volk, was die Verfassung gibt, unabhängig von den, selbst wenn Deutschland gar kein Land, sondern nur ein breit getretenes Gummibärchen wäre. Es ist ganz egal, was es ist. Ja. In dem Moment, wo das Volk sich eine Verfassung gibt, gilt diese Verfassung unabhängig von allen anderen Dingen. Und deswegen denke ich, dass diese Rückbeziehung auf 1871 zwar erst logisch erscheint, aber sachlich nicht vollständig richtig ist. So eine Art falsche Kategorie, in der man eigentlich eine Handlungsfähigkeit denkt. Genau. Das Volk ist der Souverän, nicht das Land ist der Souverän. Wenn das Land der Souverän wäre, wäre das Volk nicht der Souverän. So einfach ist es. Ne? Und das müsste international auch anerkannt werden, wenn ein Volk sich eine Verfassung gibt. Das ist im Sinne des Völkerrechts tatsächlich die Sache. Dass das Volk sich eine Verfassung geben muss, weswegen auch alle Machthaber, die irgendwie an den Verfassungen im Groben was ändern wollen, immer fühlen, dass sie dann auch eigentlich Volksabstimmungen machen sollten. Man versucht es auch immer ohne. Also unsere Verfassungsänderungen laufen alle ohne.